Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Der Sender Steve ist mit dabei und wir sind in the Netherlands. Und zwar im Bikepark Moog, sozusagen der erste Bikepark-Besuch dieses Jahr. Also wenn man Attendorn so zählen will, dann ist das natürlich auch ein Bikepark, aber hier steht halt wirklich richtig Bikepark Moog. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Wir nehmen euch auf das ganze Abenteuer heute mit. Es ist Bombenwetter, bisschen windig, noch bisschen kalt. Ich hoffe, gleich in der Sonne wird es schön warm. Bis gleich auf der GoPro. Natürlich riecht sich der Wiese. Auf der ersten Abfahrt haben sich direkt mehrere Probleme herausgestellt. Problem Nummer 1, so große Sprünge bin ich jetzt schon lange nicht mehr gefahren, besonders nicht so viele aufeinanderfolgende. Und Problem Nummer 2, es ist einfach ultra windig gewesen. Das heißt, Speed und Gefühl in der Luft war nicht so wirklich am Start, denn nach jeder Kurve hast du irgendwie direkt wieder Wind ins Gesicht geblasen bekommen, was dich extrem gebremst hat. Deswegen musste ich mich erstmal mit dem ganzen Thema irgendwie anfreunden. Ihr hört es schon an den Mikrofongeräuschen, der Wind hat jetzt ziemlich geblasen. Nachdem die erste Runde jetzt schon ziemlich gut lief und ich schon über die ersten Sprünge drüber gekommen bin, bis auf diesen komischen Double, den man auch so wegdrücken kann als Pumpwelle, lief es dann schon ganz gut. Aber diesen Double, der hat mich echt irgendwie gefuchst und ich wollte ihn unbedingt, ja, mich trauen, darüber zu jumpen, weil es war wirklich eher so ein mentales Ding, weil ich wusste, ich kann so weit springen. Aber da war dann so eine komische Kante und es sah so gefährlich aus. Und naja, ihr kennt das ja selber. Ihr habt gemerkt, das Tempo hätte jetzt eigentlich schon gepasst, aber mental war ich dann doch noch nicht ganz ready und auch der Wind war diesmal schon besser zu ertragen. Ihr merkt, man muss hier echt hin und wieder reinpedalieren und es ist, obwohl es eine kurze Strecke ist, doch dann relativ anstrengend. Nachdem wir die blaue Line ein paar Mal gefahren sind und der Double noch nicht gesessen hat, dachte ich, ach, schaue ich mir doch mal die schwarze Line an. Auch wenn ich da mit Sicherheit nicht alles springe und ja, das meiste auslasse, wollte ich zumindest mal sehen, wie die ganze Line aussieht und was da in Zukunft auf mich warten könnte. Falsch abgebogen. Scheiße. Nachdem in der ersten Runde meine Blickführung mal wieder on point war, musste ich halt einfach nochmal hoch, um das Ganze dann ordentlich zu fahren und nicht falsch abzubiegen direkt am Anfang.
Eine Sache sage ich euch, die großen Tables hier in Moog, die sind schon echt amtlich, auch wenn es von außen vielleicht gar nicht so schlimm aussieht. Also die großen Jumps hier waren mir unter den Bedingungen, ohne dass ich jemanden habe, der mir alles vorfährt, und mit dem Wind war mir das einfach zu wild. Deswegen nochmal auf die rote, um endlich diesen verflixten Double zu klären. Da hat der Double das erste Mal gesessen. Allerdings natürlich dann wieder geradeaus über die Kurve drüber, weil sonst wäre das Ganze ja auch zu schön gewesen. Aber ganz nach Thomas seinem Motto, einmal ist Glück, zweimal ist Können, nochmal hoch, um das Ganze noch einmal zu probieren. Ah, voll verkackt. Scheiße. Was viele um den ganzen Hype über den Bikepark Moog vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben, ist, dass es auch noch so einen Cross-Country-Enduro-Trail gibt. Und den wollte ich mir unbedingt anschauen. Deswegen sind wir dann noch auf eine kleine Enduro-Tour gegangen, die mehr Trampeln war als alles andere. Trotzdem hat es Bock gemacht und es war für mich auf jeden Fall ein gutes Training für das kommende Enduro-Rennen. Denn auch da wird es Tretpassagen geben. Und auch da brauche ich Power in den Beinen und Schnellkraft und Ausdauer. Also dann ein bisschen Spaß auf dem Cross-Country-Trail. Schon auf den ersten Metern war klar, dass hier ordentlich Treten angesagt ist und wahrscheinlich ein E-Bike den Spaß verzehnfachen würde. Allerdings ist dieses Ding hier 18 Kilometer lang und ich dachte mir so, hey, vielleicht gibt es ja ein paar Stellen, die ganz spaßig sind. Also ich muss schon sagen, nach so ein paar Runden Bikepark mit Anliegern und alles super schön geshaped, hat mir das mega Spaß gemacht, bei dem Wetter einfach auch nochmal so auf naturbelassenen Trails zu fahren. Es ist irgendwie doch was ganz, ganz anderes. Und wenn man das eine hat, vermisst man das andere. Und wenn man an einem Tag direkt beides machen kann, optimal. Scheiße. Puh. Was knarzt.
echt übel hier. Der anfängliche Spaß war allerdings wirklich ziemlich schnell vergessen, nachdem es immer und immer anstrengender wurde, die flachen Teile hier zu pedalieren. Denn das Ganze hat wirklich nur Spaß gemacht, irgendwie auf Geschwindigkeit zu fahren. Das heißt, ich habe immer wieder reingetrampelt und immer wieder Sprints hingelegt, was einfach ohne E-Bike doch wirklich ziemlich anstrengend gewesen ist. Alter. Also dieser Cross-Country Trail entpuppt sich jetzt echt noch als ziemlich spaßig tatsächlich. Hier geht es jetzt richtig steil runter irgendwie. Dann da unten lang. Ich bin gespannt, wie lang sich das noch zieht. Auf der Route steht halt 18 Kilometer. Ich hoffe, man kann die irgendwie abkürzen, weil eigentlich haben wir nicht Bock, 18 Kilometer zu fahren. Aber ja, jetzt bin ich gespannt, weil hier steht auch steile Afdaling. Und das ist das Zeichen, wo man immer nachgucken muss. Das gibt die Route vor und der Pfeil zeigt dann halt den Weg, wo es lang geht. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass da blau steht. Das heißt nicht einfach, glaube ich, sondern es geht einfach darum, dass es gut ersichtlich ist. Ja, jetzt machen wir mal den steilen Abhang runter. Bin gespannt, wie steil der ist. Naja, der steile Abhang war dann ungefähr so steil, wie die Berge in Holland hoch sind und nicht viel anders als der restliche Trail. Und so langsam wurden dann doch die Beine müde. Durch immer wieder Uphillfahren und Sprintpassagen war das Ganze dann doch sehr, sehr anstrengend. Hey, Wurzelpassage. Nach dem einen oder anderen Uphill haben wir uns dann schlussendlich dazu entschlossen, die Route abzubrechen und so auf halbem Weg irgendwie wieder zurückzufahren. Das allerdings war gar nicht so schlimm, denn dieser Rundkurs ist halt ein Rundkurs und geht sozusagen um den Bikepark Moog drumherum, sodass man, egal wo man gerade steckt, es eigentlich nicht weit zurück zum Auto hat. Auch wenn es nur ein Tag in Holland war es irgendwie so ein Gefühl von Urlaub. Und auch dass hier die gegebenen Maßnahmen, ihr wisst schon Bescheid, einfach schon alle aus dem Weg geräumt worden sind, war einfach ein schönes Gefühl. Wir waren im Anschluss noch essen und es war einfach ein mega geiler Tag. Und ich freue mich auf
noch mehr so Tage, am liebsten natürlich sogar noch mit Bikepark und Österreich und Bergen und allem drum und dran. Ich kann es nicht erwarten, dass es einfach nur noch Sonne ist und warm wird. So Leute, Bikepark Moog haben wir abgehakt. Ihr habt gesehen, 2 Lines von 3 sind wir gefahren. Soweit ich erkennen kann, sind es 3. Kamera in Sicherheit bringen. Danach noch die Enduro Trails. Ich muss sagen, die hätten mit dem E-Bike definitiv mehr Bock gemacht, weil dann hat man halt schon so einen Grundspeed und man musste halt schon echt viel treten. Also da mussten wir echt nach der Hälfte irgendwie abbrechen. Ja, aber es war ein bisschen kühl, ein bisschen frisch, trotz des super Wetters, auch sehr windig. Und ich denke, wenn man unter der Woche hier hinkommt, dann ist das Ganze nicht so voll und ziemlich cool. Beides. Wenn es windstill ist, ja. Beides aber cool. Es lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen, besonders wenn noch alle anderen Parks zu haben oder man einfach in der Nähe wohnt und nicht so lange Fahrtweg hat wie wir. Ich denke mal, wir werden sehr wahrscheinlich nicht nochmal wiederkommen, weil es einfach der Weg sonst zu lang ist. Bro, sagst du noch was zum Abschluss? Ja, also wenn man natürlich, also das ist ja auch manchmal so eine Sache. Das ist auf jeden Fall so eine Sache, ja. Ja, hier kann man auf jeden Fall nicht reinfahren, das ist auch so eine Sache. Deswegen fahren wir jetzt mal hier rein. Aber manchmal ist halt auch wirklich. Ja, dankeschön für das Statement. Ja. Ich sehe es ganz genauso wie der Bro. Wir gehen jetzt mal hier Geld abheben irgendwo und dann gehen wir noch was snacken. Das war's für heute. Vielen Dank, wenn ihr dran geblieben seid bis zum Schluss. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.